Dies ist ein Felsen bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight. Spreng alles in die Luft. Baba! Ich bin Bruce Linkis. Ah, kippie-kajay, Felsenbacke. Okay, er war schlecht, aber... Ich hatte Lust dazu, es zu sagen. Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. So. Ich hatte ja erzählt, es gibt noch eine Lampenhöhle. Aber keine Panik, die wird, im Gegensatz zu der anderen, wird die hier hoffentlich nicht ein komplettes Video benötigen, weil sie relativ kurz ist im Vergleich zu der anderen. Habe sie aber... Der ist tot, sehr gut. Selber... Arsch! Bombs! Kappe! Mein Gott, ich habe schon ewig die Schleuder nicht mehr benutzt. Benutzt eher die Schleuder zu so einem späten Punkt noch... Oh, Schleimi. Ich glaube, ich kann mal das wegstecken. So, ich muss ja gerade selber so ein bisschen blind durch die... Was heißt blind? Ich habe die ja schon irgendwie mal zweimal irgendwie durchgespielt, aber ich erinnere mich nicht mehr dran, wo... Och, du liebe Güte. Wo was ist? Hallo! Bums, Schildattacke und... nochmal Bums? Bums? Ja, schön. Was soll ich jetzt tun? Okay, mit der Schildattacke kann ich sie irgendwie kaputt machen. Ja, irgendwie doch. Schon zu lange nicht mehr gegen diese Viecher gespielt. Gut. Moment, ist... Aha! Ey. So. Was haben wir da drin? Rubine wahrscheinlich, die ich mehr benutzen kann. Okay, ihr seht... Also, wenn ich nochmal ordentlich Rubine brauchen sollte... Oh. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Na gut, es macht Sinn, dass das geht, weil man ja auch die großen... Dinger umholzen kann. Ja, ich weiß, es sind 5 Rubine wert. Okay, diese Rubine, diese Höhle hier dauert doch länger als gedacht. Mir egal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja gut, es macht Sinn, dass man auch die kleinen irgendwie Spinnen, Seiden, Strippen umholzen kann, weil man die großen auch wegbrennen kann. Und die kleinen sollten besser brennen. Keine Ahnung. Fledermaus. Toter Batman. Ich kann ja schon mal was ankündigen. Nächstes Nebenprojekt wird ein Batman-artiges Spiel. Was heißt Batman-artiges? Es wird ein Spiel mit. Steck das Ding weg und hau das Ding um. Ne? Wird ein Batman-Spiel. Ich hoffe, ihr könnt damit in irgendeiner Form irgendwas machen. Das hier wird auch nochmal ein Dungeon sein, wo man, wie man sieht, ich meine. Wie heißt es? Fackel, meine Lampe. Nochmal ordentlich benutzen werden muss und benutzen. Oh, es kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Oben! Und geht an der Seite wieder weg. Weg. Oh, okay, ich gehe erstmal. Ich habe das Layout von diesem Dungeon gar nicht mehr im Kopf. Aber ihr seht ja, dass die Karte schon jetzt relativ groß ist und ausgefüllt und. Okay, das ist. Oh, Ratten. Oh, habe ich gerade 3 auf einen Streich erledigt? Oh, mehr Pfeile. Sehr gut. Okay, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier hinzugehen. Ich hoffe, hier gibt es auch keine irgendwie versteckten Gänge durch Wände, die ich irgendwie mit meinen Bomben in die Luft jagen muss. Ich gehe erstmal nach unten, weil meistens muss man ja nach oben. Also in solchen Dungeons, oder? Können wir jedenfalls gut vorstellen, weil nach unten geht wieder Richtung Ausgang. Oh, Richtung Ausgang will ich nicht. Ich möchte einfach hier... Oder da. Ah, so. Okay, dann werde ich jetzt wieder meine überlegene Rolltechnik einsetzen. Bombs, Chuck, Vater, Norris ist hier. Ja, er ist hier lieber. Und... Was? Verdammt, warum habe ich mein dickes Ding rausgenommen? So. Anmache. Ohoho, das sieht aus, als könnte da wertvolles Zeug drin sein. Ja, es sind 50 Rubine. Ja, ich weiß, die passen nicht in deine Geldbörse. Kannst du nicht irgendwie was wegwerfen, was du nicht mehr brauchst oder so? Ich meine, du hattest... Ah, lass mir das. Nein, du bekommst doch ein paar Gegenstände ins Inventar. Warum kannst du nicht noch mehr Rubine mitschleppen jetzt zu diesem Zeitpunkt? Hä? Was soll's? Oh, da hinten gibt's einen Geist. Und wo Geist ist, da will ich sein. Mit Wolfgang Franz Josef. Oh. So, das ist... Hier gibt's aber auch leider... Was heißt leider? Nur einen Geist. Und das müsste mein... Was ist das? Oh Gott, ich hasse das Dumme. So, anvisieren. Fangstoß. Geht doch! Und klappt das vorhin nicht? Geisterseele, ich habe schon Befürchtung gehabt, dass ich die übersehe. Okay, jetzt kann ich mir wieder in einen richtigen Mann verwandeln. Meine tiefe Stimme etwas weiter ausgraben. Okay, war wohl auch sonst nichts abgesehen vom Geist. Also gut, dass ich den Umweg gegangen bin. Also bleibt nur noch eine Sache übrig, die ich hier noch finden kann. Und das wird wahrscheinlich hier. Okay. Zung! Aha, ich habe meinen lustigen Schildschlag gar nicht benötigt.
So, Zelda-Kenner wissen wahrscheinlich, was das hier sein wird. Es ist analog zur anderen Höhle. Danke für die Einfallslosigkeit, liebe Entwickler. Na gut, was heißt Einfallslosigkeit? Es gibt ja irgendwie nicht, abgesehen von Rubinen, nicht wirklich irgendwelche großen Belohnungen, die man sich einheimsen kann in Zelda-Spielen, abgesehen von Herzteilen. Ja, ich empfinde auch so einen Käfer oder was auch immer nicht unbedingt als wahnsinnig große Belohnung. Okay, ich gehe den Weg offscreen raus. Hier gibt es keinen Teleporter. Danke, Entwickler. Bis gleich. Ich habe wieder mal meine Warp-Fähigkeit benutzt. Warp 4, um genau zu sein. Hier ist die Brücke, die ich zusammengesetzt habe. Ihr seht es ja auch auf der Karte, wo ich bin. Und hier gibt es im Prinzip schon die ganze Zeit etwas, was ein wenig suspicious aussieht. Und ich quasi nicht erreiche von hier aus. Hä? War doch ein Ocarina of Time genauso, oder? Ich mache so viele Referenzen auf Ocarina of Time und frage, oh, war das in Ocarina of Time auch so? Ja, war so. Wenn der Tag angebrochen ist. Aber dann gibt es auch wiederum Zuschauer bei mir. Hatte ich das Ding? Das hatte ich doch schon ein... Ach so, ah, ich habe schon gedacht, hä? Hier gibt es doch eigentlich gar keinen Geist. Aber es war auch kein Geist, es ist ein Tier gewesen. Aber das habe ich doch schon eingesammelt, oder? Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Ja, es war... Ich muss doch noch eins einsammeln. Na egal. Gespenststrecke? Ja, jetzt. Ach ja, ich habe schon Exemplar. Okay, okay. Na, ich habe mir gedacht, jetzt wo ich... Oh, es lässt sein Herz schon gefallen. Mein Gott, Link, was bist du für eine brutale Sau? Bricht das Ding in zwei Hälften, damit sein Herz rauskommt. Oder so ähnlich. Okay, hier gibt es noch einen Gegenstand, den ich noch sammeln wollte. Den wollte ich eigentlich erst später holen. Den ich auch schon wesentlich... Ja, seit dem Ende... Seit dem Ende des Wasserschreins. Ich bin reingekommen, aber ich habe das Ding immer geschoben. Ja, weil ich nicht in der Nähe war und weil es hier gewisse hier noch Schätze gibt, also monetäre Schätze, die ich zum anderen Zeitpunkt eigentlich erst einsammeln wollte. Ach, na gut, aber mit meinem Master Schwert komme ich hier schneller durch, wie ich das sehe. Ach, die haben sogar keine Chance. Diese Fledermaus auch nicht. Oh Gott, was bin ich froh, dass ich mir schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ich glaube, es ist der frühestmögliche Zeitpunkt, mein Hylia-Schild geholt habe. Wow, jetzt habe ich beinahe vergessen, meine Stiefel anzuziehen. Oh, dann nicht den ganzen Weg nochmal laufen dürfen, wäre das schön gewesen. Aber ich finde es cool, dass zumindest die Stiefel nochmal gebraucht werden. Irgendwie. Yeah, Geronimo! Oh, runter. Ding! Oh Gott, ich guck doch meine Fackel. Jetzt habe ich die eben aus dem Inventar geklickt. Ich bin schlau, das mache ich offscreen, damit ich eure Zeit nicht verschwenden muss, während ich es onscreen wieder umbrutzeln muss. Aber nein, ich bin zu blöd. Und dann denkt nicht mehr dran, dass man hier Fackeln anzünden muss. Scotty? Ist da der Chekhov drin? Ist da der Chekhov drin? Fahren wir es beim? Nein, das ist... Ja, das sind diese Schätze, von denen ich gesprochen habe. 100 Rubine. Gibt es ja eigentlich auch eine Schatztruhe mal mit... Zieh dein Schwert, Link. Hau es kaputt. Okay. Ja, super. Diese Schatztruhe wird mir auf dem Servierteller, Serviertablett serviert. Da ist das dicke, schöne Herzteil drin. Und für diese ollen 100 Rubine muss ich irgendwie dran denken, die Dinger da anzuzünden. Wahnsinn. Okay, damit haben wir das ja auch erledigt. Und dann sehe ich euch jetzt gleich auf dem Friedhof von Kakariko wieder, um was zu erledigen, was ich beinahe vergessen hätte und eben erst gesehen habe, als ich auf die Karte geschaut habe. Also bis gleich. Tada! Ich bin hier auf dem Friedhof von Kakariko. Werde meinem Ruf die Dasein einen Sinn geben. Hatte ich die Dinger hier eigentlich schon mal angezündet? Ach, was soll's. Ich hab Zeit, ich mach es. Ich mach es einfach mal. Ohohoho, es sind bestimmt nur Rubine. Deswegen werde ich sie auch nicht... Ach, was soll's. Ich werde es einfach mal aufmachen, damit ihr wisst, wie viele Rubine drin sind. Und damit ihr euch irgendwie entscheiden könnt, ob es wert ist, das Öl zu verschwenden, um die Dinger für 50 Rubine anzuzünden, die uns leider nicht verwehrt sind, in unsere Boxe zu stecken. Okay, hier müsste jetzt eigentlich noch der Wolf sitzen. Hallo! Und der wird uns jetzt unsere schöne, vorletzte Technik beibringen. Das sieht so aus, als würde mir in den Kopf beißen. Autsch! Der muss eingeschläfert werden. Ich hab nichts gesagt! Das ist bestimmt der Terminator bei dem glühenden roten Auge. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es gibt nur noch wenige okkulte Künste, die ich dich lehren kann. Nämlich zwei. Ich sagte dir bereits, dass einige dieser Künste dich selbst in Gefahr bringen, wenn du sie nicht korrekt ausführst. Willst du eine solche Technik trotzdem oder nicht? Also gut. Aber bevor zu verzeige mir, dir das Blankziehen beherrscht, dass du ja noch vom letzten Mal kannst, können solltest. Lass dein Ding drin, weil ich muss Blankziehen. Ja, Bombs. Simple as that. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die sechste okkulte Kunst. Die Riesensprungattacke. Kletter auf einen Giganten aus
Verdammt, jetzt fällt mir der Spieltitel nicht ein. Die normale Sprungattacke hat zwar eine normale Angriffskraft, aber bei mehreren Gegnern ist sie wenig effektiv. Bereite dich auf eine Sprungattacke vor und lege alle Kraft in dein Schwert. Durch einen größeren Sprung trifft das Schwert alle Gegner um dich herum. Okay. Das liegt so. Das ist eine Riesensprungattacke. Visiere den Gegner C mit Z, bla bla bla. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt abwarten, bis das Ding aufgeladen ist. Oh oh! Das will ich auch können! Ja, lass mich. Und das müsste es nicht gewesen sein? Okay. Und jetzt? Warum? Was muss ich denn beachten? Er hat doch gesagt, ich muss mein Dings irgendwie. Dann machst du denn anvisieren? Ach so, A gedrückt halten. Ah, ich sollte auch mal lesen. Zang! Wusch! Und hier sieht man wieder, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Mein beeindruckender Schlag, vergiss nie im rechten Augenblick loszulassen und die Kraft in deinen Fesseln, die du eben gespürt hast. Damit hast du die sechste okkulte Kunst, die Riesensprungattacke, erlernt. Hm. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, wieso setzt man sich damit der Gefahr aus, im Gegensatz zum Blankziehen? Man gibt wahrscheinlich seine Deckung mit dem Schild auf. Dann gibst du noch eine okkulte Kunst, die du lernen musst. Du besitzt schon fast alles, was einen Helden ausmacht. Willst du dich schon mit dem Mut deiner Kraft in deinen Scherzen für ein Vertrauen auf deine eigene Kraft und verfolge den Weg und entscheide deinen Weg. Wir werden uns wiedersehen. Wir werden es immer wiedersehen. Ja, aber bis zur nächsten okkulten Kunst dauert es leider noch ein bisschen. Und jetzt fällt mir gerade ad hoc auch nichts mehr ein, was ich noch erledigen könnte, bevor ich den nächsten Dungeon betrete. Also holen wir uns den Auftrag in Hyrule City. Und da sehe ich euch dann wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Wirtshaus. Hier, Tante Käthe, bitte ein Glas Milch. Okay, nachdem ich das Glas Milch hatte und verschüttet habe für die Katze. Gleich mal mit dem hier. Soll ich dir doch einmal von den Kommunalern erzählen? Ja, na klar. Also gut, ich freue mich sehr, dass du dich so auch dafür interessierst. Die allgemeine Lehrmeinung ist ja bekanntlich, dass Hyrule von den Hylianern erschaffen wurde, dem ältesten aller Völker. Aber tatsächlich gibt es noch ein viel älteres Volk, von dem der Mythos sagt, dass es das Volk sei, das Hyrule erschaffen hat. Als es die Hylianer erschaffen hatte, erbaute dieses Volk sich eine neue Hauptstadt. Es erschuf also Leute, die etwas anderes erschaffen haben und von denen stammen ab, und ließ es in die Wolke verschwinden. Dort in dieser Stadt in den Wolken sollen sie noch heute leben. Zumindest gibt es hier Lehrte, die das behaupten. Die Kommunaler, eine hübsche Vorstellung. Wenn sie wirklich gibt, würde ich sie ja auch mal kennen. Ach, das hatten wir doch schon mal. Ah, warum sage ich das? Ach, shit, in die Box. So, komm. Nein! Nein! Sollst du nicht? Bla! Ich wollte auch nur auf die Karte gucken, damit ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Mit die Link? Schon wieder? Mo wollte den Heiligen Hain aufmachen. Ich glaube, er liegt ungefähr da, wo das Zeichen auf der Karte ist. Aha. Das wievielte Mal muss ich jetzt dahin? Dreimal am Anfang, einmal um die Kinder zu retten, einmal als Wolf, einmal zum Tempel, einmal zum Hain? Also, zum Masterschwert holen und jetzt nochmal da rein? Ich sehe euch da. Grundgütiger. Oh, der Afro-Rabe. Afro-Raven Knight. Ja, ja. Ja, kannst mich mal Vogel. So, ich werde das Ding hier mal voll machen. Dann bin ich in Zukunft Dieb genannt. Nein, mein Gewissen. Verdammt, ich könnte mein Gewissen gerade verprügeln. Na, ich muss bezahlen. Ihr erstickt dran, Vogel. Afro Knight, kräht, was immer ein Afro Knight kräht. Ach, da fällt gerade keine andere bessere Symbiose aus Raven Knight und Afro Rabe ein. Hallo, Mo! Kannst du mir ein Flaming Mo rüberreichen? Es ist ziemlich lange her, dass wir beide in diesem Wald waren. Ganz allein, im Gras und nackend, haben wir mit Legosteinen gespielt und dabei diesen Baum gebaut. Sag mal, jenseits dieses tiefen Tales dort soll es tief im Wald einen uralten Schrein geben. Und im Tal, da sitzt das kleine Ottilie und singt, der Wald ist von der Heiligenmacht geschützt. In diesem Schrein, der von den Vorfahren der Liane erbaut wurde, soll es Überreste einer alten, hochentwickelten Zivilisation geben. Wenn es jemandem gelingen würde, das Geheimnis dieser alten Zivilisation zu ergründen, könnte Hyrule sich gerettet werden. Ach ja? Link, willst du diese Aufgabe übernehmen, die Schlucht zu überqueren und dieses Geheimnis zu ergründen? Hab ich schon mal gemacht, als Wolf. Ich wusste, das würdest du sagen. Mein Partner wird dir helfen, die Schlucht zu überwinden. Wieso? Ich hab Mittner, ich kann mich in Wolf verwandeln. Oh, geil, der Falke wird nochmal implementiert. Der Falke, der geile Falke, ich kann mit dem Falken rumfliegen. Oh, ich find's doch, dass der Falke nochmal vorkommt, der Falke kommt auch viel zu oft drin.
ein goldenes Huhn? Willst du mich verarschen? Man fliegt nicht wirklich, man macht dich nicht über ihn lustig. Er fliegt wirklich fantastisch. Er bringt dich über die Schlucht, wirst schon sehen. Ja, ich weiß nicht warum. Das erste Mal konnte ich als Wolf rüber, jetzt kann ich ihn wieder in Wolf verwandeln. Aber das Spiel sagt, nö, muss das Huhn nehmen. Mittner erinnert sich nicht mehr dran, dass sie dich mal hier rübergebracht hat. Okay, wir benutzen also das güldene Huhn, um hier drüber zu fliegen. Um, ja, im Prinzip den gleichen Weg nochmal zu gehen, den wir schon mal genommen haben. Abgesehen nur, dass wir jetzt nicht mit Mittner rüberfliegen, sondern mit dem Huhn. Und wir an dieser Stelle hier nicht auf den Wind bauen dürfen können. Tollen Huhn, wie auch immer. Weil er sich hier nicht mehr weht. Ich meine, er weht hier nicht mehr. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht war er jedes Mal hier und hat ein paar Winde gemacht, als wir sie brauchten. Jetzt ist er zufrieden, weil sein Fisch hat seinen Floß wieder gesund. Ja, dann müssen wir uns selber. Ach, da ist das Huhn. Mann, das ist ein bisschen mies. Das goldene Huhn ist auf dieser goldartigen, braunen Brücke verdammt gut getarnt. Ah. Okay, Pendulum, Pendulum. Schwingt, wo immer ein Pendulum schwingt. Okay, danke Huhn, du wirst nicht mehr gebraucht. Doch wird Link dieses Mal besser durch diesen dunklen Wald den durchkommen? Oder darf er sich die Augsburger Puppenkiste Reloaded angucken? Augsburger Kuppenpiste. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.